Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch The Blueprint von Jay-Z in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Blueprint von Jay-Z aus dem Jahr 2001. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rap. Wir haben hier eines der bekanntesten Alben des amerikanischen Rap vor uns. Bevor wir das Ganze öffnen, haben wir hier unten noch einen Sticker, den wir uns hier einmal kurz vornehmen. Hier lesen wir Back to Black Classic Hip Hop. Includes a voucher to download an MP3 version of the album. 180 Gramm Heavyweight Vinyl. backtoblackvinyl.com. Okay, also bedeutet, wir haben hier, das ist so eine Neuauflage des Albums und hier haben wir dann eben einen Downloadcode mit dabei. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns das Ganze dann mal genauer ansehen. So, damit ist dieser Sticker weg, der war wirklich nur auf der Folie. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier oben einmal den Schriftzug Jay-Z, dann lesen wir darunter etwas kleiner The Blueprint. Rechts unten haben wir einen Verbraucherhinweis auf Englisch, sonst nichts. Und wir haben hier den Interpreten an der Tischkante sitzend, Zigarre rauchend hier mit Sonnenbrille. Hier haben wir den Aschenbecher, weitere Zigarren, ein Mikrofon sehen wir hier noch und einen Zigarrenschneider. Und hier sind noch diverse Schuhspitzen zu sehen. Also scheinbar sind hier diverse Leute, die hier auf seine Weisung, seine Befehle warten. Hier lesen wir dann Jay-Z The Blueprint und hier oben dann noch Rockefeller Records, das Label. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier eine Aufnahme von Jay-Z beim Zigarre rauchen. Dann haben wir die Tracklist. Das Ganze ist hier durchnummeriert nach den einzelnen Seiten, also Seite A 4 Tracks, Seite B 4 Tracks, Seite A2 4 Tracks und Seite B 1 Track. Also wir kommen hier auf 4441, bedeutet 13 Tracks. Hier auch wieder die Beteiligten und ein Barcode. Gut, dann schauen wir hinein. Das Spannende an diesem Album, The Blueprint, ist, wie gesagt, es ist 2001 erschienen, aber damit nicht genug, sondern es ist im September 2001 erschienen und zwar am 11. September 2001. Also an dem 11. September. Also nicht nur politisch ein denkwürdiges Datum, sondern eben auch musikalisch. So sieht das Ganze dann von innen aus. Wir haben hier, Blueprint heißt ja so viel wie Blaupause auf Deutsch und dann haben wir hier entsprechend, wie es so in der Architektur oder bei solchen Plänen ist, dann hier entsprechend das Ganze gehalten in diesem Design hier mit entsprechenden Linien und Winkeln. So, dann schauen wir mal hinein. Gar nicht so einfach hier rauszuholen. Ist ziemlich streng hier reingemacht. Eieiei. So, aber jetzt. Also, wir haben hier Vinyl Nummer 1 und dann haben wir hier noch weitere Sachen drin, zu denen kommen wir gleich. Und Vinyl Nummer 2. So, ist hier auch noch was drin? Nein, okay. So, also wir starten mal mit den Vinyls, der Rest kommt dann später. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Papierhülle. Hier haben wir Vinyl Nummer 1 in schwarz gehalten, Side A, also die A-Seite, mit den ersten 4 Tracks. Hier lesen wir dann auch noch Vinyl 1. Auf der Rückseite haben wir dann die weiteren 4 Tracks. Hier lesen wir dann Side B und Vinyl Nummer 1. Auf diesem ganzen Album, auf den 13 Tracks, gibt es lediglich ein einziges Feature. Und das sollte jetzt dann hier angeführt werden auf der zweiten Vinyl.
die auch in einer weißen Papierhülle kommt. Jawohl, sieht gut aus. Und zwar lesen wir hier Side A Vinyl 2 und wir haben hier Track Nummer 4, Renegade mit Eminem, der meines Wissens auch den Track produziert hat. Er ist das einzige Feature hier auf dem Album. Auf der Rückseite haben wir dann nur einen Track und das ist dem Umstand geschuldet, dass da auch noch Hidden Tracks mit dabei sind, die jetzt hier entsprechend nicht angeführt wurden. Aber das nur, falls man sich wundern sollte, warum jetzt da nur ein Track auf der B-Seite ist. So, dann packen wir das Ganze wieder zurück in die Hülle. Dann haben wir zusätzlich noch diese beiden Zettel, die lagen den Vinyls bei. Und da wären wir wieder beim Thema Blueprint. Also es sieht aus wie so eine Architekturskizze, wie so ein Plan. So, wir haben hier unter anderem eine umfangreiche Danksagung. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Also wer hat hier mitgewirkt, wer war an dem Album beteiligt. All das kann man hier nachlesen. Und auf der anderen Blaupause, auf dem anderen Zettel, haben wir hier die einzelnen Tracks nochmal in der Übersicht. Also, wer hat hier an den einzelnen Tracks mitgewirkt? Und dann haben wir noch Fotos des Interpreten. Jawohl. Damit nicht genug. Wir haben auch noch den angesprochenen Download-Code. Der sieht so aus. Also, Back to Black, Classic Hip Hop. This coupon allows you to access all the tracks from this set as MP3 downloads. Also, den Code habe ich jetzt verdeckt. Aber mit Hilfe dieses Codes kann man sich das Album dann auch noch digital runterladen. Finde ich immer schön. Gerade bei Vinyls macht das auf jeden Fall Sinn. Dann ist man nicht immer auf den Plattenspieler angewiesen, sondern kann sich das Ganze auch digital auf dem Computer, auf dem MP3-Player, am Handy anhören. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigten Vinyls. A- und B-Seite jeweils mit insgesamt 13 Tracks. Dann haben wir diese beiden Zettel hier mit diesen Bauplänen und den gesamten Infos zum Album, Danksagung, Credits etc. Und natürlich dieses kleine Zettelchen hier mit dem Album-Download-Code. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Vinyl-Edition, The Blueprint von Jay-Z. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jay-Z unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.